Recht herzlich willkommen zur 144. Folge von Simotrans. Jo, nach der schwierigen Lage letztes Mal zwischen Adenau und Altenau sind wir jetzt hier und können dann definitiv sagen, hier fährt keiner nach Adenau, sondern die wollen alle hier irgendwo hin. Oh, das war jetzt laut vom Zug her, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laut ist oder ob das jetzt nur bei mir war. Ja, so ist das halt. Und jetzt müssen wir gucken. Wir hatten hier schon zweispurig alles fast ausgebaut, bis auf hier. Vielleicht bauen wir hier gerade noch das Stück aus, damit dann die Züge da vielleicht noch rumkommen. So, das wäre dann hier. Pop, 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 pop. Ja, passt so, ne? Signal dahin. Eins hier. Und eins da. Läuft, ne? Sollte funktionieren. Selbst wenn der da rausfährt, na da ist alles gut. Gut. Ja, da stehen noch ein paar bei der Getreidemühle. Da kommt ein LKW leer an. Fährt er denn auch... Ne, der bleibt da sogar stehen. Achso, da hat er Ladung. Ne, fährt wieder weg. Leer fährt er wieder weg. Wo fährt denn der hin? Bitte schön, wenn er leer ist. Da, achso, weil die Einbahnstraße ist, ist klar. Und er fährt jetzt nach da unten. Die sind alle leer, oder wie sehe ich das? Ja. Auch leer. Auch leer. Was fahren die denn hier so? Die alle leer sind. Döbeln, Südostwald, Mühle. Ja. Das ist bestimmt so, weil die hier eigentlich mal irgendwie da waren. Wo geht denn der hin? Ja, achso, hier unten war noch so ein Hof, ne? Der hat aber schön gut geladen, Zuckerrüben, okay. Und wo sind bitteschön die... die hier lang fahren würden. Da gibt's noch einen Wagen. Döbeln, Südostwald, Döbeln, Stadt. Südostwald, Döbelnstadt. Ja, dann bringt das hier zum Hafen wahrscheinlich. Und Südostwald ist das hier? Ja. Ja, der fährt auch leer durch die Gegend, ne? Oder wie sehe ich das? Da liegt ja auch nichts. Können wir also auch zumachen. Der Klick hat auch nichts gebracht. Das bedeutet eigentlich, wir können hier mal definitiv welche. Ah, doch, habe ich noch erwischt. Von der Linie nehmen. So, zum Depot. Zum Depot. Den dritten auch noch zum Depot. Ja, sind ja reichlich, ne? Also noch mehr. So, der hier. Den müssen wir gerade auch nochmal gucken, aber ich gehe fast von aus. Na, super geklappt, ne? Der irgendwo offen, na, der ist da offen, deswegen geht das nicht, alles klar. Wir sind hier drauf, drei. Und alle fahren leer, das heißt, da fährt einer von definitiv zum Depot. Und da sind ja ein paar mehr unterwegs. Wo fahren die denn jetzt hin? Und wer vor allem? Ja, der fährt auch schon zum Depot. Das bedeutet, da bleiben gleich noch zwei über und der Rest fährt zum Depot, ne? Und das war, ach so, die haben hier, glaube ich, hingeliefert von der einen Mühle und dann ging es darüber oder so. Kann das sein? Ich glaube, das war so, ne? Ja.
Ist nur die Frage. Ja, deswegen fuhren die auch die ganze Zeit, ne? Weil das Getreide hin und her befördert worden ist. Jetzt braucht das keiner mehr machen. Die Bäckerei will immer noch die Klamotten haben. Das Mehl nämlich. Aber hier ist genug Weizen erstmal, ne? Ja, die produzieren hier das Mehl für die Bäckerei. Ja. Der ist jetzt im Depot und der auch, ne? Gut, dann machen wir das mal zu. Das auch. Und dann können wir die von der Linie nehmen. Da kommt noch einer, den nehmen wir auch noch runter. Wieso waren da jetzt gerade... Achso, das waren Busse. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Aber passt schon. Und... Der ist dann auch angekommen. Der fährt noch, dann fährt der aber bitteschön auch noch zum Depot. Ja, die anderen sind dann... Zwei erreichen erstmal hier dann. Genau, das passt schon. Und wo fährt er jetzt? Da. Der fährt aber zum Depot. Und die anderen beiden sind auf der anderen Linie. Und da dürfen nur noch zwei drauf sein, ne? Oh ne, da sind noch drei drauf. Das ist der. Ah, da fährt doch einer zum Depot. Okay, dann passt's ja. Gut, dann müssten noch zwei Fahrzeuge ins Depot. Einer ist schon drin, oder wie sehe ich das? Nö. Der war noch alt. Dann ist das da auch besser. Verursachen die nicht mehr so viele Kosten, ohne zu transportieren, ne? So, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Hier gucken wir nochmal kurz durch. Achso, was ich letztens noch beim Kontrollieren des Videos hatte. Gibt es hier eigentlich Arbeiter, die hier... Hätten um Passagiere 36, okay. Das sollte man überlegen. Der Zug fährt ja sowieso lang. Aber der ist ja immer voll, ne? Oder wie war das? Mal guck, da ist jetzt einer angekommen. Na komm schon. Passt schon. Der Zug fährt da sowieso lang. Der ist gerade hier. Der ist voll. Ach, dann nimmt er da sowieso keine mehr auf. Die fahren voll durch die Gegend hin wie zurück. Da ist noch einer. Ist der auch voll? Jupp. Wir hatten letztes Mal ja schon geguckt, ne, dass hier reichlich stehen, aber für Altenau. 596 fahren hier über Radolfzell. Pluto ist Schiff. Altenauer Hafen, ist klar. Über Döbeln, Flotho, Döbeln, Radolfzell. Okay. Das sind drei Zugladungen im Endeffekt hier. Der ist da. Und ist keiner nach mehr. Da kommt ein Güterzug. Hier müssen wir jetzt gerade nach Passagieren gucken, die nach Döbeln wollen. Es sind zwei Züge voll. Das andere ist alles Radolfzell, okay. Also einer würde sich noch rentieren in dem Sinne. Sollte man das tun? Das ist jetzt die Frage, ne? Komm, zack. Da fällt jetzt das Schweinetaxi, ne? Haben wir nicht... Einen letztens von dem anderen da drauf gesetzt noch. Warte mal, da gucke ich lieber nochmal nach. Habe mich vertan. Ne, ist ein bisschen größer, aber das ist ein etwas kleinerer. Das ist, glaube ich, der Schweinetaxi in dem Sinne. Aber sonst fuhr hier doch keiner lang, ne? Das muss woanders gewesen sein. Ne, ist nicht hier.
So, dann nochmal da rein. Warte mal, dann machen wir den gerade noch hier. Dann nehmen wir den von der Linie. Passt. So, und dann brauchen wir noch einen Zug, der Personen befördert. Mhm, die haben wir jetzt laufen. Okay, die Veralteten sind schon ausgeblendet. Stellt sich die Frage, was wir da drauf setzen, ne? Hier ist ein Doppelstockzug. Was ist das hier für einer? 10 Passagiere, okay. Ach so, ein Speisewagen, sehr interessant. Rekowagen, Bark. Schlafwagen, Triebwagen. Den haben wir schon drauf, das wollten wir ja gar nicht. Rekowagen. TEE. Achso, das war dieser hier auch, ne? Ja. Und hier haben wir nochmal so einen Akkutriebwagen. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt dann dauerhaft fahren kann ohne Strom, ne? Hat ja Akkus, ne? Aber wo lädt der? Was haben wir hier? Noch ein Nahverkehrszugwagen und Silberling, okay. Schnellzugwagen. Intercitywagen. Oder Waggonwagen. Nochmal ein DR-Doppelstockwagen. Schluss. Doppelstockwagen, das ist der Triebwagen dann oder was? Steuerwagen. Aber, ja, wer fährt denn den, ne? Keiner, oder? Das Post hier, ne? Ja. Ja, wen machen wir da jetzt hin? Ich glaube, wir machen den da hin, ne? Der fährt da ja schon. Das waren jetzt dann 150, oder? Machen wir so. Und das ist Döbeln, Adolf Zell und starten. Und wo kommt der jetzt raus? Da unten, ja. Wo fährt er lang? Ah, ich glaube, das passt sogar, wenn er da lang fährt. Die anderen sind gerade am anderen Ende, ne? Ah, 192, okay. ×52 sind 208. Ganz voll wird er da nicht, oder wie sehe ich das? Und noch ist er nicht da, ne? Kommt er denn? Da unten. Gut, 200, wann kommt da noch ein Bus angefahren? Jetzt gerade, 204 sind wir jetzt schon, okay, und da unten kommt er. Das bedeutet, er wird gleich nicht voll werden, weil 4 Leute fehlen, aber das ist dann auch okay. Wer weiß, wann das nächste Schiff kommt und wie viel dann da sind. Okay, das ist jetzt mit 204 passt. Aber die 4 sollen es jetzt nicht ausmachen, ne? Gut. Da war schon einer. 216. Und? Die fahren direkt hintereinander her. Das ist noch schlimmer, ne? 208, das heißt da oben, der da unten ist gleich leer, ne? Oder ein Schiff kommt.
Hier oben sind noch 178. Und plus die 64, ne, das passt dann schon da. Da klappt das mit voll, ne? Ist nur die Frage, ob hier voll wird. Aber da müsste ja irgendwann mal ein Schiff ankommen. Aber das ist jetzt gerade nicht das Schiff, sondern da gibt's Milch oder was, ja. Aber da oben haben wir noch was für einen, aber ist auch kein... Oh, das ist Wasser. Das sind auch Güter. Das sind Güter. Alles Güter. Das ist ein Ding ins Personenschiff, ne? Ne, auch landwirtschaftliche Güter. Läuft richtig gut hier mit den Schiffen. Immer klicken wir das Wasser an. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das ist auch Güter. Ha? Da ist es Personenschiff. Wir warten denn da, dass da jetzt... Okay, das hat nicht geklappt. Müssen das haben. 530 überdöbeln. Ja, gut. Das fährt dahin. Wir müssen das voll. Auch nicht so wirklich. Aber auf dem Rückweg gleich. Ich glaube, ich sehe kein weiteres Schiff dann. Doch da. Das ist voll, okay. Dann verkehren da zwei Schiffe. Naja, und die brauchen noch ein bisschen. Und von hier ist es da eins. Jupp, okay, das ist sogar noch näher wie das andere. Und da ist gleich schon das nächste. Ja, da kommen 1000 Leute an. Okay, dann wissen wir da Bescheid. Und da ist das allernächste dann. Dann sind wir schon bei 1500. Und, nee, das ist ein Segelschiff. Da ist noch eins dann mit, boah, Alter. 2000 sind's dann. Und nichtdestotrotz, 2500 haben wir auch noch. Und der weiß ich nicht, wo der hinfährt. Aber der fährt auf jeden Fall darum. Und jetzt müssen wir hier noch gucken. Hier stehen aber noch 3300. Alles klar, kein Problem. Kriegen wir auch noch hin. Ja, das ist jetzt die Frage, wie wir die 3300 Leute dann hier wegkriegen. Weil die Schiffe sind ja doch verdammt lange unterwegs, ne? Aber einen anderen Weg gibt es jetzt da noch nicht rüber. Könnte natürlich hier lang fahren. Müsste man dann eine... Dingenslinie bauen, eine Zuglinie. Ja, Flugzeug wäre auch noch möglich, ne? Aber haben wir Flugzeuge schon? Weiß ich gar nicht. Nur sieht so aus, als ob da was gehen würde, ne? Rollfeld. Landebahn. Ja. Parkbucht, okay. Ja, gut, aber deswegen ja jetzt nicht. Na doch, bringt auch Massen, kann auch Massen wegbringen, ne? Müsste man dann noch mal überlegen, ne? Aber dann würde man die Schiffe ja außer Kraft setzen, in dem Sinne wäre ja auch nicht so doller jetzt, ne? Das wäre jetzt nicht so mein Ziel, dann das, was ich hier aufgebaut habe, kaputt zu machen, in dem Sinne. Wenn, dann wäre es jetzt interessant zu sagen, komm, wir nehmen Lauter, verbinden Lauter mit Hardexen. Das wär's. Das würde ich vielleicht machen, ne? Zeig mal die Karte. Ja, von da nach da, das würde ich jetzt sagen, könnte man machen, ne? Da gibt's keinen Schiffsverkehr. Und da wird man diese entlasten, die da lang fahren und da lang fahren. Aber ob das ein Entlasten ist, ist natürlich was anderes noch, ne?
Gibt es hier welche, die nach Hardexen wollen? Ja, da 139. Okay, das gibt's. Das würden dann weniger werden wahrscheinlich. Müsste man dann genau überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Genau. Was war denn da für Schiffe? Schiffe. Warte auf freie Strecke. Ach so, das ist... Ja, gut. Die müssen da stehen für die Kohle. Also die müssen da nicht stehen, aber die stehen da für die Kohle. Hm. Ist jetzt aber, die fressen ja da kein Brot. Genauso wie die da auch nicht, ne? Geht. Der steht da ja auch dauerhaft, ne? Hier ist recht wenig los jetzt, ne? Alle satt, auf Deutsch gesagt. So, der hier, der fährt noch. Da auch. Der fährt aber hier runter. Und Stahlwerk ist auch okay. Ja. Dampflok sind mit der Kohle unterwegs, ne? Die fahren wahrscheinlich für sich selber. Gut. Jetzt gucken wir hier gerade, wo wir sind. Nochmal gerade durch das Städtlein. Ist aber alles abgedeckt. Die Karte nochmal auf. Da ist alles im grünen Bereich. Da oben passiert noch nichts. Dann dahin. Hier ist auch noch nichts gewachsen. Außerhalb der Stadtgrenzen. Hier ist auch alles abgedeckt. Sonderhausen. Sieht auch alles gut aus. Dann haben wir noch Lauter. Das ist auch alles gut. Das Häuschen da oben ist, glaube ich, auch drin. Ja, ist auch drin. Dann haben wir noch Döbeln. Und zwei weitere Städte, die sich dann da Radolfzell und Adenau nennen. Ist das abgedeckt? Ich gehe von aus, ne? Wo ist hier eine Bushaltestelle? Da? Ja, ich glaube, da ist ein Rahmen drum, ne? Ja. Passt also. Ja, sieht gut aus. Hier ist auch alles abgedeckt. Ja, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich würde mich über einen Daumen freuen und ich würde mich auch über ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Tschüss.